Dann die hier, eine absolute krasse Kaufempfehlung. Ich liebe sie, ich werde sie auf jeden Fall nachkaufen. Hier kann ich... Ist das jetzt da? Das ist kein Fokus, Junge. Was ist das für ein Fokus? So, ihr Süßen. Heute mal ein ganz anderer Hintergrund. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach ein bisschen Veränderung, zumindest hin und wieder mal. Und deswegen dachte ich, ich suche eine relativ schöne Ecke aus und... Ja, das ist jetzt hier vom Sofa, so richtig basic, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, schafft das ja auch ein bisschen Nähe zwischen euch und mir in irgendeiner Art und Weise. Und genau, ich möchte mit euch jetzt ein Aufgebraucht-Video drehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz meinen Standardkorb holen. Es ist ein riesiger Wäschekorb voll und genau hier habe ich auch schon ein bisschen was hergebracht. Ich hole das jetzt mal eben, es ist ungefähr so viel wie sonst, würde ich sagen. Also es ist ja immer eine ganze Masse, die ich dann aufgebraucht habe, weil ich natürlich auch viel teste, ne? Und viel offen habe vor allem auch. Und genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und hoffe, euch gefällt das. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal andere Winkel hier im Haus ausprobieren. Und genau, aber ich werde natürlich auch meinen Standardhintergrund weiter benutzen. Aber ich wollte jetzt heute irgendwie gerne mal hier sitzen. Außerdem kommt hier gerade so schön die Sonne rein und ich brauche nicht mal Lichter aufbauen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, das Video geht so. Bla, das war ein langes Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ihr Süßen, da haben wir es. Mehr oder weniger. Ach, hier ist der riesige Wäschekorb. Und da ist direkt was drin, was eigentlich gar nicht aufgebraucht ist. Das ist ein, ich glaube, Rossmann-Stiel. Nehme ich noch auf? Doch, tatsächlich. Das ist der, ne, der nachgemachte Swiffer letztendlich von Rossmann. Mit einem Swiffer-Aufsatz. Liebe ich. Sieht schön aus. Kann man überall liegen lassen. Habe ich jetzt aber hier reingestopft. Genau. Oh mein Gott, womit fange ich an? Ich weiß nicht. Ich habe ja mal ganz früher, habe ich bei denen, und ich habe es euch auch schon so oft gefragt, ich habe ganz früher mal die Sachen vorsortiert, bevor ich sie gezeigt habe. Das mache ich momentan eigentlich nicht, weil die meisten immer mochten, dass es durcheinander ist. Aber ich könnte es auch nach Kategorien halt sortieren. Haare, Putzen und so weiter. Und du bist jetzt leider bitte mal leise. So, genau, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz hier mit dem weißer Riese Colorpulver an, weil ich das vergessen werde. Ich glaube, ich habe das Vollwaschmittel auch noch hier drin. Und ja, da drin sind noch, ich glaube, das ist nur das, oder? Und das? Ja, von mir aus. Auf jeden Fall. Ja, das war das Weißer Riese Colorpulver. Ich bin sehr froh, dass es jetzt leer ist. Es war nicht absolut schlecht, es war aber auch nicht besonders klasse. Es war guter Durchschnitt, würde ich sagen. Also es hat sowohl Flecken gut rausgemacht, als auch so insgesamt die Kleidung gut gereinigt. Man hat es aber nicht lange gerochen, was ich irgendwie schade finde. Und ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt wieder, das hatte ich auch schon vor Jahren, war das schon mein Favorit, das Sunil Pulver. Sowohl Color als auch Vollwaschmittel. Und das riecht man einfach. Als ich die letzte bei, hatte ich sogar mit euch zusammen, glaube ich, bei Kaufland mitgenommen. Werde ich da jetzt immer kaufen. Ich komme jetzt zum Glück regelmäßig zu Kaufland. Und genau, übrigens hier Food Halls und so, wo ich gerade bei Kaufland bin. Wir hatten jetzt, also mein Sohn war, glaube ich, 2 Wochen krank. Dann war eine Woche gesund, dann war er wieder krank. Bei uns ist gerade überhaupt gar keine Regelmäßigkeit in den Terminen drin. Deswegen sind auch diese Videos wie Food Halls und sowas gerade nicht so regelmäßig. Aber das kommt dann zwischendurch immer mal wieder. Genau, also ich würde es schon wieder kaufen. Aber das Sunil-Pulver ist einfach... Man hat den Unterschied sofort gerochen. Das ist ja meistens so, wenn man von einem Waschpulver zum anderen umsteigt, aber das war so extrem. Und ich habe so genossen, wenn man jetzt in das Zimmer da reingeht, wo die Wäsche steht und so. Das riecht einfach alles so toll und ich habe nicht mal was dabei. Mega. Also ich meine jetzt so Weichspüler oder so habe ich dann nicht mehr dabei. Und selbst wenn, also hier brauchte ich auf jeden Fall auch immer noch den Hygienespüler. Den werde ich auch trotzdem immerhin noch weiter benutzen. Aber jetzt hatte ich letztens keinen da und habe ohne gewaschen. Das war trotzdem total gut sauber. Also wirklich, wirklich gut mit Sunil. Aber Weißer Riese ist halt nur so lala. Genau, ich mache hier mit denen auch gleich mal weiter. So an die Einmalhandschuhe von Flink und Sauber. Das ist die Hausmarke von Rossmann. Genau, auf so Latex in Größe M. Genau, ich erzähle immer wieder, ich kaufe da gerne die Größe M, weil eigentlich brauche ich S. Aber wenn ich die dann ausziehe, kann ich die nicht nochmal wieder anziehen, weil ich sie dann auf links drehe. Und bei M kann ich sie so ausziehen, dass ich nochmal rein kann, falls die jetzt gerade nicht total hin sind. Ne? Genau, weil die Dinger sind ja auch immer noch tatsächlich richtig teuer. Die sind ja so arg teuer geworden, als das mit Corona war und so weiter. Und ich wollte gerade sagen, die sind sogar abgelaufen. Aber das war Produktionsdatum 22. Naja, ist egal. Ja, die sind 3 Jahre haltbar. Ist ja auch ein Ding. Habe ich auch noch nie drauf geachtet. Auf jeden Fall würde ich die wieder kaufen und habe ich auch neu gekauft. Und die gibt es manchmal auch sogar in verschiedenen Farben. Ich habe gerade schwarz da. Genau, aber ich kann die, also die von Rossmann kaufe ich fast immer. Die sind alle gut. So, dann habe ich hier, das muss eigentlich nicht sein, das ist von Alouette. Das ist auch die Hausfirma von Rossmann und das war so ein Konfetti-Ballon, meine ich. Nee, gar nicht.
Das war Konfetti an sich, genau. Das packe ich nämlich immer in die Zuschauerpakete oder wenn ich überhaupt Pakete verschicke, dann packe ich da immer, das ist so recht großes Konfetti. Und dann sind das, weiß nicht, sind immer in irgendeinem Ton, hier ist jetzt, das glaube ich, so komisch, in Brauntönen gewesen, mit Weiß oder Silber oder so. Die gibt es auf jeden Fall auch noch in Blau und in Pink, habe ich die jetzt letztens gekauft. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt muss ich tatsächlich schon aufs Klo. Tut mir leid. Eine Ewigkeit später. So, da sind wir wieder fresh zurück. Zum Glück. Und genau, womit mache ich weiter? Ich weiß es nicht so genau. Hier, das habe ich gestern benutzt. Das ist so schön gewesen. Das habe ich von der lieben Corinne geschenkt gekriegt. Die hatte mir so ein lilanes Zuschauerpaket geschickt. Also so ein kleines Geschenkepaket. Da war alles mögliche lila drin und Fliederfarben und so. Und das war da eben so ein Badezusatz. Genau, das riecht so unglaublich gut nach Himbeere, Vanille und Rose riecht das. Also so eine schöne Kombination. Das war... Oh, das riecht auch jetzt noch so gut. Eine richtig, richtig schöne Kombination. Das werde ich mir bestimmt nochmal holen. Ist auch eine vegane Rezeptur und ich glaube, da waren irgendwie ultra viele Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis, glaube ich. 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Es ist hinten auch nochmal erklärt, welche Inhaltsstoffe für was sind. Das finde ich immer super interessant tatsächlich. So, das war auf jeden Fall schön. Es hat jetzt nicht extrem geschäumt, es hat aber gut gerochen und die Farbe war eher bläulich tatsächlich. Also es ist jetzt nicht lila wie hier drauf, aber ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen, weil es einfach unfassbar gut riecht tatsächlich. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist von Mira, eine Maske. Das war früher mal meine Lieblingsmaske, die gab es mal bei Action. Ich bin mir nicht sicher, ob es die immer noch bei Action gibt. Das ist halt so eine coole Tuchmaske. Und da, ich habe mir letztens übrigens mal so ein bisschen die Inhaltsstoffe angeguckt. Das war halt echt schön. Ich kann noch nicht alle Inhaltsstoffe so gut, aber hier sehe ich jetzt zum Beispiel eben Aloe Vera Extrakt, Niacinamide und irgendwelche andere Sea Salt Extrakt. Alexa hat wieder irgendwas zu sagen. Dann ist hier Glycerin. Das weiß ich leider nicht. Versteht euch eure Alexa auch immer so auf den Punkt. Das ist sehr gut. Nun gut. Auf jeden Fall ist hier eine Menge gutes Zeug drin. Und bevor ich jetzt hier noch ewig lange weiterlese, es ist auf jeden Fall tatsächlich dafür, dass die immer gar nicht so teuer sind, die Actionmasken. Ich hatte bis jetzt auch nur eine, die nicht ganz so toll war. Die ist aber auch schon Jahre her. Das war mit so grüner Tonerde oder sowas. Das mochte ich einfach nicht auf dem Gesicht. Naja, auf jeden Fall ist die immer richtig toll. Die beruhigt meine Haut total gut. Und ich habe zwar im Moment keine Unreinheiten mehr, aber als ich unreine Haut hatte, als ich die Pille nämlich nicht nahm, ich habe jetzt nur so reine Haut, weil ich die Pille nehme. Das war nicht der Hauptgrund, aber es ist ein netter Nebeneffekt. Aber genau, als ich die 2-3 Jahre nicht genommen hatte, da hatte ich halt hormonelle Akne so ein bisschen. Auch nicht extrem doll, aber das hat schon manchmal ganz schön wehgetan. Und dann war die Maske immer mega gut. Ich hoffe, es gibt die noch. Genau, gibt es ja bei Action, genau, habe ich schon gesagt, glaube ich. Hier sind die Denk mit Allzweckreinigungstücher, Wassermelode. Genau, die habe ich euch schon so oft gesagt, ne? Ich benutze die gar nicht so oft, aber ich benutze sie gerne, wenn wir Besuch hatten für die Toiletten und ich benutze sie gerne, wenn der Kater auf dem Klo war, weil der auch manchmal noch ein bisschen was verliert und so. Und dann habe ich das nicht so gerne in meinen Lappen drin, die ich noch für was anderes benutzen möchte. Genau, dafür nehme ich die eigentlich überwiegend. Oder es ist mal irgendwas hier, was jetzt extrem eklig ist, was man auch das, also was man einfach auch da nicht in den Lappen haben möchte. Genau. Hier ist auch wieder was. Das sind die großen Sachen, die jetzt halt oben drauf, ne? Ein Hygienespüler von Domol. Das ist der Sensitiv und der war total in Ordnung. Mir ist eigentlich immer total egal, von wo ich die bekomme. Was mir aber positiv aufgefallen war, war, dass der Preis nicht höher geworden ist. Schon seit Ewigkeiten. Ich meine, ich habe da schon immer 1,65 oder 1,69 für bezahlt. Und als ich die das letzte Mal gekauft hatte, auch bei DM, da war das nicht erhöht, obwohl alles andere teurer geworden ist. Unglaublich eigentlich. Naja, jedenfalls, ich mache das halt fast zu jeder Wäsche dazu. Ganz besonders bei Handtüchern, bei Unterwäsche, also eigentlich wirklich fast überall. Und Klamotten, die man draußen trägt. Wenn wir jetzt hier von zu Hause die Sachen, so Homeware-Sachen, da muss das nicht unbedingt sein. Aber gerade wenn man so draußen war, ich weiß nicht, ich finde das immer so eklig. Ich ekel mich immer vor allem, was draußen ist. Ich kann auch übrigens nicht mehr ins Kino gehen, weil ich das Gefühl habe, ich muss danach duschen, weil die Sitze bestimmt voll schmierig sind und so. Ich weiß, ich bin da ein bisschen komisch, leider. Ich habe ja hier letztens auch, als wir Besuch hatten, wenn Besuch da war und dann zum Beispiel eben über Nacht bleibt. Ich habe gerade da auch schon wieder irgendeinen Sprachfehler gehabt, auf jeden Fall. Wenn die dann hier auf dem Sofa rumlümmeln und Kissen besonders liebkosen oder so. Keine Ahnung, warum man das machen muss, aber dann wasche ich das dann auch immer alles. Ich kann mich dann da nicht rauflegen. Ich bin da wirklich ganz extrem. Das ist aber auch schon, obwohl so ganz extrem auch nicht. Ich habe schon mal eine Fernsehserie gesehen, das war, glaube ich, auf D-Max oder so. Da
Da waren dann Leute, die wirklich extrem geputzt haben. Die haben ständig so einen komischen Wert gemessen. Und bei dem das halt am besten war, wo wirklich alles extrem keimfrei war, die haben auch gefühlt nur mit Chlor geputzt überall, da war es halt, ja, der hat dann halt gewonnen. Ich fand das mega interessant, aber ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Aber es ist erhöht, würde ich sagen. Egal. Hier haben wir jetzt Isana Cremebad, Kokos und Vanille. Genau, das hat so ein bisschen nach Macadamiaöl, genau, und Kokosextrakt gerochen. Also das war ein sommerlicher Kokos-Vanille-Duft, fand ich. Ich finde, es sieht auch so aus. Also es ist ganz leicht, es ist nicht zu penetrant, es ist nicht zu doll. Es schäumt tatsächlich richtig schön. Also für, ich weiß nicht, nicht mal 2 Euro kostet das. 1,50 Euro ungefähr, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das mega. Ich werde das immer mal wiederholen. Ich hoffe, diese Sorte gibt es auch noch eine Weile. Ich würde mir ja noch einen hinstellen auf Reserve. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie viel Duschgel ich habe, was ich euch demnächst unbedingt endlich abfilmen muss, dann brauche ich gar keinen Badezusatz mehr. Naja gut, hier ist von Schaumal, genau, das hatte ich gekauft. Feuchtigkeit und Glanz. Genau, das hatte ich gekauft, weil ich neue Extensions drin hatte. Und da ist dann immer ein Kleber drauf, der sich schneller löst als der Kleber, den ich dann drauf mache. Und genau, da brauche ich dann immer ein Shampoo, was ohne Silikone ist, am besten ohne Öle und halt einfach diese ganzen... ja, Lösemittel letztendlich nicht hat, die aber den Kleber anlösen und Silikonöl und so weiter gehört halt dazu. Genau, da hatte ich eigentlich, das müsste weiter unten auch noch kommen, von L'Oreal, Tonerde Absolu habe ich immer genommen. Ich musste das aber nie so lange am Stück nehmen, wie ich es diesmal nehmen musste. Und da ist meine Kopfhaut dann doch tatsächlich ziemlich trocken von geworden, leider. Da habe ich dann nicht direkt Schuppen gekriegt, aber so weiße Krümelchen auf dem Kopf. Und das fand ich natürlich nicht schön. Ich musste aber trotzdem etwas besorgen, was das eben nicht anlöst. Ich habe dann erstmal Head & Shoulders genommen, damit das wegging. Das ging auch, aber ich will das nicht jedes Mal benutzen. Und deswegen hatte ich jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Schaumal hier ausprobiert. Und das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Es war nicht sehr viel besser zu meiner Kopfhaut als das andere. Ein bisschen vielleicht, aber so richtig ausreichend war das trotzdem nicht. Also es war einfach, es hat ein Feuchtigkeitsshampoo. Eigentlich müsste das auch gut für die Kopfhaut sein, aber es war irgendwie nicht beruhigend genug. Und dementsprechend werde ich das nicht wieder kaufen. Ihr seht da noch so ein bisschen Wasser. Ich habe das noch ausgespült gehabt und alles. Also ich habe es sowohl zum Haare waschen sowieso, klar, aber badezusatzmäßig und duschgelmäßig habe ich es einfach auch mit aufgebraucht. Da sind ja auch immer 400 Milliliter drin und das ist halt nicht teuer. Also Schaumal an sich ist ganz gut. Ich hatte mir auch noch so eins, das ist in so Brauntönen mit Kokos irgendwas. Das war dagegen viel besser tatsächlich und Schaumal an sich ja, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Genau, hier bin ich noch am Testen. Ich wollte es unbedingt hier mit reinpacken. Ich werde es wahrscheinlich auch gleich nochmal in den Korb mit reinschmeißen, wenn ich fertig bin, damit ich euch nochmal einen Langzeit... eine Langzeit-Review darüber geben kann. Es ist der Rostschreck, genau, aus die Höhle der Löwen. Und das soll man mit in die Spülmaschine geben, damit das Besteck halt nicht so rostig wird. Ich muss erstmal tatsächlich, und die Zeit hatte ich noch nicht, es liegt jetzt schon ein paar Wäschen mit drin. Das verfärbt sich dann hier auch so ganz komisch. Es sieht recht unansehnlich aus. Das läuft so komisch an, weil das halt den Rost irgendwie anziehen soll. Genau, Flugrost wird vom Rostschreck angesogen für glänzende Ergebnisse. Ich muss aber erstmal bei meinem Besteck die paar Rostflecken entfernen, um zu sehen, ob es das auch langfristig tatsächlich hält, was es verspricht. Genau, aber ich habe es im Moment in Anwendung und bis jetzt ist es okay, soweit ich es sagen kann. Ja, ihr Süßen, genau das hier. Da habe ich noch Shampoo von und Spülung, die sind aber noch nicht ganz leer, werden sie aber demnächst. Und das ist jetzt von Pantene Pro-V, die Keratin nee, das kann ich nicht aussprechen. Das ist unendlich lang hier, die Cremekur. Auf jeden Fall gibt es die noch nicht so lange. Ich habe die jetzt aber schon aufgebraucht und die fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ihr wisst ja, mein Liebling ist die Wunderbutter von Fructis, aber die gibt es nicht mehr, also musste mal was Neues her. Und sie kommt nicht ganz an meinen Liebling ran. Es sind natürlich Silikone enthalten, aber es ist doch, oder? Ja doch, auf jeden Fall... sie ist schon ziemlich gut. Sie kommen nicht ganz ran. Ich würde sie aber tatsächlich nochmal kaufen. Und sie ist doch. Ganz besonders, wenn man alle drei Produkte zusammen benutzt hat, hat sie gut funktioniert. Und wenn ich sie nicht damit benutzt habe, war sie okay. Aber eine Spülung musste immer noch trotzdem drauf. Ich benutze ja immer Shampoo, Kur und Spülung in der Reihenfolge. Jetzt habe ich letztens sogar bei Instagram eine Seite gesehen, die hat empfohlen, Conditioner, also Spülung zu benutzen, damit die Haare ein bisschen geschützt sind, die dann erst einzuschäumen, um dann nochmal Conditioner aufzutragen. So kann man es auch machen. Ich würde gerade sagen, wenn es schnell gehen soll, aber schnell geht das alles nicht. Genau, ich werde jetzt das mal testen. Ich habe das gestern das erste Mal gemacht, das war an sich ganz gut. Nur, ich habe euch ja schon x-mal erzählt, dass meine Haare doll zu Spliss neigen und vielleicht wird das damit ja mal ein bisschen besser. Manchmal denke ich echt so, ey, ich habe doch gerade erst den ganzen Spliss rausgeschnitten. Wie kann das sein, dass es schon wieder da ist, ne? Nun gut, ich habe jetzt hier von Dr. Beckmann den Putzstein. Reinigt, poliert, schützt in einem Arbeits...
Gang, genau. Das ist eigentlich richtig, richtig tolles Zeug. Da ist auch so ein Schwamm bei gewesen, der war jetzt nicht so lange so schön, muss ich sagen. Also eigentlich müssten theoretisch zwei rein, wenn der Schwamm so lange halten soll, wie das Produkt da drin. Oder die würden den einfach überarbeiten, wie so ein, wie heißt denn dieses Mami-Daddy-Schwamm-Ding, ich weiß gerade nicht mehr, aber kostet 3 Euro, das könnte da vielleicht rein, das wäre super. Egal, das ist jedenfalls so ein Stein letztendlich, den, hier sieht man es noch so ein bisschen, das ist letztendlich wie so ein Pulver und das schäumt ihr dann auf mit dem Schwamm und Flüssigkeit und dann könnt ihr das so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen sanfte Scheuermilch benutzen. Also ganz vorsichtig mit den Materialien immer aufpassen. Also das Ding war wirklich super, aber was mich immer so ein bisschen nervt, wenn man den länger benutzt und da natürlich auch Material rausarbeitet, dann, also entweder gammelt er, wenn ihr ihn geschlossen haltet, wenn er gerade nass war, ist ja auch klar, dann, also bloß immer trocknen lassen, wenn ihr ihn benutzt habt, und aber irgendwann ist er dann so instabil, dass ständig Stücken rausbrechen und das nervt mich so extrem. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Trick, dass man den dann einmal zu Pulver verarbeitet und dann nochmal presst oder so, oder dann nur das Pulver benutzt, das könnte ich nächstes Mal versuchen. Ich habe jetzt hiervon ein recht großes Stück dann weggeschmissen, weil es mir zu blöd war und ich war dann sauer und genau, ist noch mit Perleffekt, sehe ich gerade. Ich werde ihn mir auf jeden Fall wieder kaufen, er ist nicht schlecht, ne? Aber dafür, dass man dann doch so viel, oder ich habe jetzt halt recht viel davon weggeschmissen, weil es mich so genervt hat, dass du dann immer so riesige Stücken dran hast. Das nervt ja dann einfach. Genau, dann habe ich hier zwei Haarfarben. Das ist ein Klassiker, den ich euch immer zeige. Das ist die dunkelbraune Haartönung von Müller. Die Hausmarke ist das, genau, eine Empfehlung einer Zuschauerin. Die hatte ich, ich weiß nicht, wann ich die das erste Mal ausprobiert habe. Ich benutze jedenfalls nur noch die für meinen Ansatz. So bis hier, vielleicht seht ihr das auch, dass die hier oben immer etwas dunkler sind. Das sieht auf dem Kopf tatsächlich erstmal aus. Wenn ihr die Farbe auftragt, sieht es aus fast wie ein Schwarz. Es ist sehr kühl, es ist sehr dunkel, aber es wäscht sich trotzdem auch ziemlich gut aus. Aber es bleibt dann genau die Farbe zurück, die ich halt haben möchte. Deswegen ist es genau richtig. Und viele andere Tönungen waren aber mir immer ein bisschen zu rotstichig. Und dann ist mein Ansatz sieht dann einfach kacke aus, weil der ja unbehandelt ist. So, dann habe ich in den Längen das hier benutzt. Davon brauchte ich zwei Packungen. Das benutze ich nicht am Ansatz, weil meine unbehandelten Haare würde ich nur das Zeug benutzen. Die wären richtig rosa und der Rest wäre halt so, wie es sein soll. Ne? Das ist jetzt jedenfalls von Garnier. Nutrice Farbsensation. Ultraviolett ist das, genau. Hat mir sehr gut gefallen, hat nicht getropft. Ich habe das Gefühl, sie war nicht ganz so ergiebig, weil ich mit zwei Packungen recht knapp war. Und eigentlich sollte das ja reichen, ne? Genau, auf jeden Fall, ja, ihr seht das, ja, das ist hier halt, eigentlich ist es ein dunkelbraun mit diesen lila Bordeaux Farbreflexen. Total schön. Und gerade wenn ich so in der Sonne bin und ich habe das benutzt, das sieht dann einfach nochmal brauner aus. Weil wenn ich das nicht benutze, dann sieht mein Haar einfach zu kühl aus, was ich hier oben ja gut finde, aber in den Längen möchte ich gerne, dass es irgendwie ein bisschen ein bisschen warmer ist. Und das, weiß nicht, das kann ich damit tatsächlich ganz gut erreichen und das finde ich ziemlich schön. Natürlich bluten solche Farben, ich weiß gar nicht, ob bluten das Richtige, also die waschen sich extrem schnell aus. Bei jeder Haarwäsche habt ihr auf jeden Fall rote, lilane Farbe da drin. Solange eure Haare nass sind, werdet ihr Sachen damit einfärben. So ein bisschen geht es, aber sobald die trocken sind, dann färbt das nicht mehr so. Ne? Auf jeden Fall würde ich es wieder kaufen, auf jeden Fall. Und was mir daran richtig gut funktioniert hat, was mir daran sehr gut gefallen hat, war, dass da ist immer so ein Pflegekobai hier, die kennt man, ne? Die fand ich früher immer vom Casting Creme Gloss. Casting Natural Gloss heißt es jetzt ja, glaube ich, bei manchen Haarfarben zumindest. Das ist immer so sehr pflegend gewesen früher, ne, beim Casting Creme Gloss. Und jetzt gefällt mir das aber besser. Und ich habe da auch mal drauf geguckt, da sind ganz viele Pflanzenöle enthalten, weshalb das einfach auch so super gut funktioniert. Und also ich würde diese Dinger, die gab es ja auch schon mal einzeln, aber da sollte das kleine Ding 2 Euro kosten. Das fand ich ein bisschen viel. Also alleine deswegen werde ich diese Farbe jedenfalls schon mal wieder kaufen. Das war super. Super, super. Dann habe ich hier von Katrins Welt und so. Die hatte mir in Schwerchi letztes Mal was reingepackt, die süße, süße Maus. Genau, da war so eine Konfetti-Party, so ein Badezusatz hier, so eine Badebombe. Die habe ich mir mit meinem Sohn geteilt. Die war so bläulich. Da war richtig so Sprinkles drauf, diese, die Zuckerstreusel. Das war so schön. Das hat so gut gerochen. Das hat schönes Wasser gemacht. Oh, es war einfach so schön. Das hatte sie mir halt als Dankeschön mit in Trashy reingelegt, weil sie von mir zwei Jeans genommen hatte, die mir nicht gepasst haben, weil die zu klein waren. Und bei ihr haben die aber gepasst. Und genau, das war natürlich nicht notwendig, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Danke, Süße. Falls du das siehst, ich werde dich verlinken oder sowas. Genau, so. Dann habe ich hier
So viele Sachen sind immer Geschenke, ne? Die hatte ich wirklich, war das 2019? Ich habe schon zu ihr gesagt, sie schimpft bestimmt mit mir, als ich es ihr erzählt habe. Aber die war so toll. Von Hildegard Braukmann, die sieht mittlerweile anders aus. Die kriegt ihr aber noch, ich wollte sie letztens bestellen. Ich habe dann aber nicht bestellt, aber ich werde bald. Die muss ich mir unbedingt zur Seite legen. Das ist eine Maske von Hildegard Braukmann, genau. Vitamin-Lift-Effekt-Maske. Die ist mit Biohyaluron und Eichenextrakt, genau, da ist auch, glaube ich, Squalan drin. Also 2019 hatte sie mir die schon geschenkt. Die hatten wir mal in einem Tauschpaket. Eigentlich könnten wir mal wieder ein Tauschpaket machen, Nathalie. Falls ihr die nicht kennt, guckt unbedingt sie ihrem Kanal. Die macht auch so ein Beauty, kennt sich aber deutlich besser mit Inhaltsstoffen aus als ich. So, ich habe die jetzt doch mal benutzt in der Badewanne. Die war so schön fest. Ich hoffe, dass sie das jetzt auch ist, wenn sie frisch ist. Vielleicht war die aber auch nur so schön fest, weil sie so alt ist. Macht das lieber nicht, ne, wenn die Sachen schon so alt sind. Hier ist jetzt kein MHD drauf, aber 2019 ist schon ein bisschen her, ne? Die war auf jeden Fall richtig toll. Die hat mir so ein richtig schönes Gefühl von Feuchtigkeit gegeben. Und das ist einfach so, also ich habe die einfach mega gefeiert. Finde ich total gut. Kaufe ich auf jeden Fall wieder. Ich glaube, die kostet 1,99 hier. Und dann sind da zwei Anwendungen drin. Wahrscheinlich könnt ihr die auch viermal anwenden, so viel wie da drin ist. Genau, hier habe ich eine Handseife. Die habe ich kürzlich aufgebraucht. Die habe ich tatsächlich auch in ein Badezimmer gestellt, wo ich sie noch gar nicht benutzt habe. Die riecht halt so nach Zitrone und Limette, einfach so sehr frisch und sommerlich. Auch ein bisschen nach Kloreiniger, aber das könnte besser sein, wenn man die an den Händen benutzt und nicht nur jetzt direkt an der puren Seife riecht. Aber diese Nachfülldinger da hier, Isan, das ist Cremeseife, was willst du da falsch machen? Die kann höchstens ein bisschen mehr austrocknen als sonst, aber ja. Ich hoffe, das tut sie nicht. Auf jeden Fall für den Sommer ganz schön, denke ich. So, dann habe ich hier von meiner lieben Blue Anime Cat. Ihr seht, wie gesagt, alles Mögliche sind irgendwie Geschenke. Das ist von Rituals ein Badeschaum gewesen oder eben ein irgendein Waschschaum. So, The Ritual of Jing oder Ying oder irgendwie so. Das hat so ein bisschen frisch, genau, Lavendel und irgendein holziger Duft. Also es hat sehr frisch so ein bisschen, ja, doch. Also wenn ihr schlafen gehen wollt, dann holt euch das Ding und duscht damit, dann werdet ihr müde, weil Lavendel drin ist. Genauso hat es auch gerochen. Mein Sohn hat gesagt, dass das gut riecht, wenn ich es benutzt habe. Also er hat es selber nicht benutzt, aber ja. Genau, dann ist hier noch von Taft, ein Klassiker, der auch schon x-mal gesehen. Das ist das Kaschmir, das hieß früher mal Kaschmir Touch. Genau, kaschmirartige Geschmeidigkeit. Ein ganz tolles Haarspray. Es wird super fest. Ich benutze es immer wieder. Ich kaufe es immer wieder nach. Ich bin gerade beim Haarspray, bin ich super fest gefahren. Ich hatte in letzter Zeit noch, obwohl das auch schon anderthalb, zwei Jahre her, den Sprühkleber von Got2Be, den mochte ich nicht so gerne, weil da immer so, also der Sprühnebel war zwar fein, aber wenn du nicht vernünftig gedrückt hast, dann ist das so in Tröpfchen auf deinem Haar gelandet und dann auch als Tröpfchen da getrocknet. Das war richtig blöd. Das macht das auf jeden Fall nicht. Also richtig, richtig toll. Genau, bitte schreibt mir mal. Ich will schon seit Jahren, schon seit meiner Jugend will ich Elnett ausprobieren. Habe ich mir nie gekauft. Warum eigentlich? So teuer ist das jetzt auch nicht, ne? Naja, gut, dann ist hier, das ist auch genau von der lieben Doreen. Die hat mir auch schon ein paar Mal, ich glaube, es war schon ein paar Mal, dass sie mir ein Paket geschickt hat. Es liegt übrigens schon wieder eins in der Packstation. Ich habe hier zwei, ich muss unbedingt live streamen. Mal gucken, was ihr zuerst seht. Wahrscheinlich gehe ich wahrscheinlich eh auch schon wieder vorher live. Auf jeden Fall seid ihr mal so fleißig mit den Zuschauerpaketen, ihr Süßen. Ich freue mich jedes Mal so sehr. Auf jeden Fall Dankeschön an Doreen. Das war Maracuja Sundowner, genau, von Tracklemoon Duschgel. Und ja, das habe ich, glaube ich, 4-5 Mal Baden aufgebraucht. Das war sehr schön sommerlich, sehr schön fruchtig und ja, das ist auf jeden Fall schön. Ich habe noch eins von ihr, meine ich, mit irgendeinem Winterduft. Genau, dann habe ich hier, das riecht so gut. Das ist von Miss Curly Wax. Ich verlinke euch auch hier ihre Internetseite. Ich gucke gerade darüber, weil da hinten ist mein Melt-Ding. Das war so ein Wachs-Schmelzteil. Habt ihr, oh Gott, das riecht so gut. Ich muss endlich mal bei ihr bestellen. Ich habe bis jetzt immer nur die Dinger aus Trashy rausgenommen, weil ich auch immer wieder vergesse, überhaupt Kerzen anzumachen tatsächlich. Ich habe so viele Duftkerzen, ich mache die nie an, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass ich sie vergesse. So, auf jeden Fall sind das solche Duftmelds, eben wie Wachs. Und da hatte ich jetzt hier Rosewood meets Currant. Keine Ahnung, was Currant heißt, weiß ich gerade nicht. Wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen. Kannst du scharf stellen? Der Pennische, der stellt gar nicht scharf, oder? Naja, auf jeden Fall ist das von Miss Curly Wax. Ich kann euch nur empfehlen, bestellt es euch da. Hier der Wohnraum mit Küche und so, ohne Flur, hat 50, 55 Quadratmeter. Man hat es hier überall gerochen. Es war aber nicht so eklig, dass man Kopfschmerzen bekommen hat. Das muss man dazu sagen, obwohl es trotzdem irgendwie intensiv, aber dennoch irgendwie subtil war. Das war wirklich schön. Das war jetzt hier, ich liebe diese Wäschedüfte, ne? Das riecht für mich auf jeden Fall nach Waschmittel, seifig, irgendwie frisch eben, frisch geputzt, frisch gewaschen, das liebe ich. Ich hatte davor etwas, das war irgendwas mit Green Grass, also irgendwie, ne, Gras,
Duft. Das war auch total schön. Das hat aber dann nach, weiß ich nicht, das mochte ich jetzt letztens nicht mehr riechen. Das war dann wahrscheinlich schon zu lange da drin. Das hatte ich aber auch ein paar Mal an. Genau, aber das hier, das riecht jetzt schon ewig lange. Das ist da immer noch drin und das riecht jedes Mal so gut. Echt unglaublich. So, dann habe ich hier von John & Len, ohne Gedöns, schreiben sie immer rauf, das erfrischende Reinigungsgel, vegan, klärt und pflegt für jeden Hauttyp mit Aloe Vera und Gurke. Das hatte ich auch von Mira geschenkt gekriegt. Genau, dankeschön, liebe Mira. Das habe ich nicht fürs Gesicht benutzt, das habe ich als Duschgel benutzt. Genau, und dafür war es auf jeden Fall gut. Ich benutze diese Sachen meistens nicht als Waschgel, weil ich das, ich habe euch das schon ganz oft gesagt, ne? Ich nehme ja immer meine Mikrofaserpads und da reicht mir Wasser ganz oft aus. Und wenn nicht, dann nehme ich natürlich noch was dazu, aber da bräuchte ich 10 Jahre, um das Ding leer zu machen. Und das wollen wir nicht, deswegen habe ich es als Duschgel aufgebraucht. Genau, dann habe ich hier von Domol den Rohrreiniger. Es kann sein, dass der nochmal da drin ist. Den brauchte ich jetzt letztens irgendwie einmal öfter. Ich weiß nicht, ob der das eine Mal nicht richtig sauber gemacht hat, aber das war recht schnell wieder so ein bisschen ja, zu. Ich weiß, es gibt noch andere Methoden, die nicht ganz so schädlich sind. Meine Haare sind aber ganz oft das Problem und deswegen benutze ich dann den Rohrreiniger. Das verstopft natürlich alles Mögliche und ich hatte das letztens, dass ich das auch in die Badewanne gekippt hatte. Und da waren oben noch so ein paar Haare von mir halt, ne? Die wollte ich dann den nächsten Tag rausziehen, einfach um das schon mal zu entfernen. Die waren richtig zersetzt. Das war ganz schön krass auf jeden Fall. Genau, also ich mache dann immer die halbe Pulle soll man da reinmachen. Ich muss dann nochmal lesen. Auf jeden Fall, ja, kann ich das, doch, hier steht. Bei Verstopfung bis zu einem halben Liter auch bei stehendem Wasser in den Abfluss geben. Flasche sorgfältig verschließen. Genau. Soll man dann 30 Minuten einwirken lassen. Ich lasse es dann meistens über Nacht einwirken. Aber bei offenem Fenster. Genau. Auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Der ist nicht teuer, der macht aber was er soll. Und klar, man soll es nicht so oft machen, aber manchmal muss das halt leider sein. So, nützt ja auch nichts, wenn euch das Ungeziefer reinkommt, ne? So, hier ist der Gebissreiniger, beziehungsweise die Gebissreiniger-Tabs. Habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, benutze ich immer für meine Dr. Smile-Schienen. Es tut mir leid, wenn das hier nicht scharf stellt, ne? Aber ich glaube, ihr kennt die Produkte trotzdem. Auf jeden Fall benutze ich das dafür. Meine Mutter benutzt das sogar zur Toilettenreinigung. Das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Benutzt immer nur für meine Schienen. Auf jeden Fall funktionieren sie gut. So, und dann habe ich das CD Wohlfühl Intim Waschlotion Zeugs hier mit Cranberry und Milchsäure leer gemacht. Ja, es heißt immer, die gute Freundin da unten braucht eigentlich kein extra Produkt, dass man das am besten auch ohne Seife reinigen soll. Keine Ahnung, ich denke, da ist jeder anders mit den Vorlieben, mit dem ja, Geschmack und mit dem, wie soll ich sagen, man ist ja da auch unterschiedlich anfällig. Also bei manchen ist das ja auch dann nicht so toll, wenn die solche seifenähnlichen Sachen benutzen. Das greift die Haut ja auch an und dann sind die vielleicht noch mal ein bisschen empfindlicher für Krankheiten und so weiter. Oder eben Pilze, was weiß ich, sorry für die ekligen Themen. Aber ich komme damit halt super gut zurecht. Hatte das ja mal im Abo bei Amazon. Ich kriege gerade irgendwie ein bisschen. Ich glaube, ich brauche gleich mal ein bisschen Zucker. Ich habe das auf jeden Fall mal im Abo gehabt, hatte das Abo dann aber beendet, weil ich nicht so schnell gegen ankam. Ich glaube, ich habe jetzt aber so ziemlich das letzte Fläschchen angebrochen, sodass ich das eigentlich wieder aktivieren könnte. Genau, ich trinke jetzt erstmal kurz. Was habe ich hier nicht sogar? Ja. Warum? So, weiter geht's. Was haben wir? Ah, hier, das ist eine Klinge von dem Estrid-Rasierer. Den kennt ihr bestimmt. Falls ich hier noch irgendwo, ich habe mich gerade mit dem Wasser angespritzt. Ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe oder rausgeschnitten habe. Auf jeden Fall ist es davon und nicht irgendwie Spucke oder so. Ja, das sind diese Estrid-Rasierer, die jeder Influencer bewirbt. Ich hatte jetzt keine Kooperation mit denen. Ich habe mir das Ding aber gekauft mit einem Rabattcode von einer anderen Influencerin. Ich glaube, da hat man irgendwie so ein Reise-Etui kostenlos dazu gekriegt. Ach, gar nicht, 50% hat man gespart, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das Abo der Klingen beendet, weil es ja diese nachgemachten von Rossmann gibt. Ich hatte die auch schon da, so aufbautechnisch sind die tatsächlich identisch. Ich habe jetzt aber vergessen zu gucken und ich habe es nicht mehr im Kopf, das kann auch sein, die Inhaltsstoffe von diesem Zeug, was sich da abträgt, was die Haut pflegt, damit ihr auch keinen Rasiergel braucht und sowas. Da könnte es sein, dass es da Unterschiede gibt, aber tatsächlich sind die so unbemerkenswert, würde ich sagen, dass es sich nicht lohnt, so extrem viel mehr dafür auszugeben. Dennoch haben sie mir gut gefallen und wenn ich die anderen gerade nicht kriegen würde oder nur schwer rankomme, würde ich trotzdem die hier kaufen. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch bei DM Online. Ich weiß nicht, ob die das auch in der Filiale haben, aber so auf jeden Fall. Bei Rossmann gibt es halt die nachgemacht aus der Männerabteilung. Genau, dann habe ich hier mal wieder die Finish Powerball Ultimate Infinity Shine. Infinity Shine, so.
Genau, das war wie immer großartig. Ich liebe die Dinger, werde ich immer wieder nachkaufen. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass Somat auch sowas Ähnliches hat. Die habe ich jetzt gerade in Anwendung und bisher kann ich keinen großen Unterschied feststellen. Das heißt, ich kann entweder die einen oder die anderen kaufen, je nachdem, was auch mal im Angebot ist. Genau, also die kann ich euch nur empfehlen. Also abgesehen von diesem Rostkram, alles super, wirklich alles super. Bei manchen Plastiksachen, da bleiben ganz kleine Flecken zurück. Also nicht Dreckflecken, sondern so Kalkflecken, ne? Aber das ist tatsächlich selten und ich glaube, bei Plastik ist das auch echt schwer. Bei diesen nachgemachten Tupperdingern, das ist auch echt schwer, das zu unterbinden. Genau, da muss man manchmal noch nachtrocknen, aber sonst ist so, mein Besteck war noch nie so schön, abgesehen vom Rost. So, dann habe ich hier, das habe ich mal von der lieben Eiszirkonen geschenkt gekriegt. Das ist schon eine Weile her tatsächlich auch. Ich habe jetzt aber gedacht, das muss jetzt endlich mal aufgebraucht werden. Und das hatte ich letztens benutzt, als ich meine Extensions rausgenommen hatte, habe ich dann einfach mal ein Kopfhautpeeling gemacht, weil ich glaube, wenn ich das jetzt so zwischendurch mache, während ich die Extensions noch drin habe, könnte es das lösen. Genau, hier sind nämlich einiges an Öl drin, sehe ich gerade. Das ist, ich kenne die Marke gar nicht, Oblepica, also es ist ein Kopfhautpeeling, Seberica Professional Sanddorn Kopfhautpeeling. Genau, das war ziemlich gut. Der Geruch war etwas eben, ja, wie Sand, wie heißt das, Sanddorn, genau, also es war etwas intensiv. Die Peeling-Wirkung war gut, ganz besonders, wenn man das Haar vorher nicht nass gemacht hat. Ansonsten war es mir ein bisschen zu unkonzentriert, sag ich mal. Aber sonst, auf trockenem Haar, das ist aber ganz oft so, wenn euch Peelings irgendwie, wenn da zu wenig Peeling-Partikel drin sind oder ihr das Gefühl habt, das hat nicht so richtig einen Peeling-Effekt, weil zu wenig drin ist oder zu fein oder irgendwie sowas, dann benutzt es auf trockenen Haaren oder trockener Haut. Genau, weil dann ist es ein bisschen intensiver. Müsst ihr aber auch vorsichtig sein, falls ihr richtig empfindliche Haut habt, aber ich mag das halt so gerne, wenn das so richtig krass da drauf rumkratzt, ohne dass es wehtut natürlich. Aber dann habe ich das Gefühl, es kommt so richtig was runter. Und genau, das war hier mit auf trockenem Haar auf jeden Fall gut. Genau, aber allgemein glaube ich, sollte man mit so Peelings und diesem Reiben auf der Kopfhaut, das ist wahrscheinlich für die Haare selber gar nicht mal so gut, glaube ich, dass man das ganz vorsichtig macht und wahrscheinlich auch nicht so oft. Trotzdem war das schön, hat gut gerochen, vielen Dank, du süße Maus. Ich muss mal gucken, wo ich das finde, das habe ich echt noch nicht, aber ich habe mir letztens aus Trashy auch ein Kopfhaut-Peeling rausgenommen. So, und hier haben wir noch ein Peeling, das war Winter Fairy Tale von Tracklemoon und sieht es komisch aus, wenn ich hier immer den Arm so absetze. Naja, auf jeden Fall, war das richtig gut? Ich glaube, hier war irgendwie aus Mais oder so. Ja, genau, aus Mais wurden die Peeling-Partikel hergestellt. Also eben sehr naturgetreu, so, ja, schmutzt man nicht so sehr das Wasser. Und das hat sehr gut funktioniert, das hat sehr gut gerochen. Würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich habe jetzt auch gerade wieder eins von Tracklemoon in Anwendung. Dieses, das ist so orange. Genau, da ist irgendein anderer, ich glaube Kokosschale oder so. Also die nehmen da öfter diese Nicht-Mikroplastik-Sachen. Und obwohl so ein Zucker- und Salzölpeeling ja auch nicht so schlimm sein kann. Ne? Auf jeden Fall ist das sehr gut gewesen und es hat mir gut gefallen. Ich bin danach aber auch froh, wenn ich wieder meine Zuckerölpeelings nehmen kann, weil das ist jetzt hier schon nicht so sehr schmierig. Aber das werden auch viele mögen. Es ist halt nicht so ölig. Aber trotzdem nicht. So, dann haben wir hier von Balea die Tropical Vibes Handseife mit erfrischendem Duft nach Wassermelone. Genau, davon habe ich mir jetzt gerade die andere Variante nochmal geholt. Die ist, weiß ich gerade nicht mehr mit welchen. Auf jeden Fall ist die so pink und hellblau. Das sieht auch sehr schön aus und die habe ich glaube sogar zweimal leer gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und die andere, glaube ich, habe ich sogar mit diesem Teil hier nachgefüllt. So, dann die hier. Eine absolute krasse Kaufempfehlung. Ich liebe sie. Ich werde sie auf jeden Fall nachkaufen. Hier kann ich vielleicht noch einmal rausnehmen und dann ist aber auch wirklich vorbei. Das ist von Le Cosmetics, No Make-up. Habt ihr ja letztens mir im Livestream gesagt, ich kann mich nicht daran gewöhnen, Nö zu sagen. Weil Nö hört sich so doof an irgendwie. Also auf Deutsch, Nö, das Nö hört sich doof an. Auf jeden Fall finde ich hier No Make-up. Ich sag No Make-up. Die All-in-Barrierecreme, genau, mit fünffachem Ceramidkomplex, Arnika Extrakt und stärkt die Hautbarriere, verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und genau, das ist super, 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 super toll. Die hatte ich mir, glaube ich, letztes Jahr zum Herbst hin, meine ich, habe ich die gekauft. Da war die neu und hier mit diesem Regenbogenkram. Und das ist so toll. Also die ist ein bisschen teurer, kostet 16, 17 Euro. Aber die hat mir den ganzen Winter die Haut wirklich gut durchfeuchtet gehalten, ohne dass ich extrem trockene Stellen hatte. Ich habe übrigens heute hier überall so ein bisschen, ich habe nämlich Retinol benutzt und ja, meine Haut reagiert darauf, wie viele andere auch, mit so ein paar Rötungen und schuppiger Haut. Genau, aber ich glaube, die Haut soll sich dran gewöhnen, soweit ich informiert bin. Die ist so toll. Ich werde sie wiederholen. Ich werde jetzt diesen Sommer so ein bisschen aussetzen mit der, weil
ich gerade so viel von M. Asam offen habe. Und deswegen kaufe ich die jetzt nicht gleich wieder nach, aber wenn der Winter wieder losgeht oder der Herbst, dann kommt die auf jeden Fall wieder her. Ich liebe sie. Die ist so toll. Die macht halt sowohl, also sie versorgt die Haut super schön mit Feuchtigkeit. Wenn man kein Make-up drüber tragen möchte, dann wird sie ganz leicht matt. Das finde ich ziemlich schön. Und trotzdem ist die Haut einfach total gut genährt. Und vor allem wird sie ja halt beruhigt und gestärkt. Das finde ich so schön. Und dann drunter benutze ich übrigens immer diesen Hydrator. Genau, richtig, richtig tolle Kombination. Selbst mit dieser Kombination übrigens könnt ihr danach noch Make-up auftragen. Also alle Make-ups, die ich danach dann noch aufgetragen habe, das hat super gut funktioniert zusammen. Und allgemein auch hier, wie gesagt, ihr könnt was drauf auftragen, dann krümelt es bei mir zumindest mit allem, was ich bisher probiert habe, das nicht runter. Und man kann es aber auch einfach dann so lassen. Vielleicht maximal oder minimal bei der Stirn nochmal so ein bisschen entweder das Öl runternehmen mit dem Tuch oder was weiß ich, oder einfach abpudern und dann ist das einfach gut. Und ihr seht toll und mit Feuchtigkeit versorgt aus. Vielleicht könntet ihr es im Laufe des Tages nochmal nachschmieren, aber dann ist das auch gut. Also richtig, richtig, richtig toll. Liebe ich. So, dann von Balea. Die ist vom letzten Jahr. Ich habe jetzt mir auch die neuen gekauft. Wir haben jetzt irgendwie eine andere fruchtige Limited Edition. Das sind jedenfalls die bedruckten Fußsocken. Das ist eine Maske, also Fußsocke-Maske. Dreamy Peach mit Shea-Butter und Pfirsichextrakt. Fruchtig, frischer Pfirsichduft. Genau, das sind, wie gesagt, so Foliensocken letztendlich, wie so eine Beutel. Da setzt ihr dann eure Füße rein und das pflegt einfach so schön. Es hat so schön gerochen und ich werde mir auf jeden Fall meine anderen in meinen Beauty-Kühlschrank packen, sodass ich die, wenn es heiß draußen ist und ich habe dann immer so ein bisschen Probleme mit Wasser in den Beinen und so, in den Füßen eigentlich nicht, aber trotzdem ist das für den Kreislauf bestimmt auch richtig schön, wenn man die aus dem Kühlschrank rausnimmt und dann abends anzieht oder wann auch immer anzieht und dann erstmal pflegt man gleichzeitig und man kühlt sich auch was runter. Finde ich mega, mega schön. So, hier ist noch einiges. Mensch, Moment. Hier habe ich von der lieben Barbara, die hatte mir ein Paket auch geschickt. Und das ist Magical Llama Corn, also so eine Mischung aus Unicorn und Lama. Das war von Tete Sepp, der Badespaß mit Himbeere und Limette. Genau, habe ich ziemlich gleich nach dem Livestream, wo ich es ausgepackt hatte, benutzt. Hat mir sehr gut gefallen, hat gut gerochen, hat einfach Spaß gemacht. Allein die Verpackung ist ja schon mega. Und ja, vielen Dank, meine Süße. Das war ganz, ganz, ganz lieb von dir. Und genau, Barbara hat mir natürlich auch noch ein paar andere Sachen geschickt, die ich jetzt aber noch nicht alle aufgebraucht habe. Mal gucken, was da noch kommt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. So, hier, die habe ich euch vor kurzem, weiß ich, letztes Jahr, vor Weihnachten, das ist eine Schallzahnbürste, die ist an sich ist super, mega gut gewesen, wirklich, Nanomi oder Nantmi oder Nan and Me, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist so eine ja, chinesische Marke, letztendlich kann man das hier lesen, nicht so wichtig, weil meine Fresse wieder mit drauf ist, die hatte ich euch vorgestellt, ich hatte auch eine verlost, die ist super, die ist gut, aber ich habe sie leider so oft auf den Boden fallen lassen, dass sie jetzt einfach, man hört sie noch, aber die Vibration bzw. der Schall kommt einfach gar nicht mehr so krass an. Und deswegen muss ich die jetzt leider aussortieren. Total schade. Ich habe, glaube nur zwei von den Bürsten hier. Naja, auf jeden Fall ist die ganz toll. Ich glaube, meine Mama hat nur eine, die sie nicht benutzt. Vielleicht kann ich die Borsten ja da drauf stecken. Die war an sich gut, wie gesagt, aber die ist wirklich ein paar Mal richtig extrem doll auf den Boden geknallt. Leider, aber ich habe zum Glück noch eine Reserve gehabt von Dr. Smile, genau. Dann habe ich hier, die habe ich auch vor ein paar Tagen erst benutzt. Die war an sich super gut, auch von No Make-up. Von der lieben Michaela, genau, hatte sie mir in einem Paket geschickt. Total schön eigentlich, die hat gut gerochen, also nicht zu doll. Und man ist auch hier, also ich habe bestimmt drei Anwendungen habe ich gemacht, glaube ich. Und 4, 5 hätte ich bestimmt machen können mit einer Packung. Also das war schon richtig schön. Mein Problem damit war jetzt nur, dass, das habe ich manchmal mit Crememasken leider, dass die mir anfangen zu brennen. Deswegen werde ich, ich habe noch 2 Sachets, deswegen werde ich die weitergeben. Aber ich war so total froh, dass ich die überhaupt mal ausprobieren konnte. Und das hat mir aber auch Spaß gemacht und die war auch gut, liebe Michaela. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hätte sie mir irgendwann eh mal gekauft, wenn ich sie gesehen hätte. Aber weil es jetzt brennt, würde ich sie gerne weitergeben. Und ich hoffe, du bist mir dann nicht böse, aber das möchtest du bestimmt auch nicht, dass sie mir brennt. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich liebe die Marke. Die ist so toll. Vielen lieben Dank, du Süße. Dann hatte ich hier von White Now Sensitive von Signal. Genau, sofort 3-mal weißere Zähne. Schutz für sensible Zähne. Die hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Also da kam so richtig, ja, so eine Mischung aus Weiß und Dunkelblau. Kam da so eine Paste raus. Und die hat dann natürlich eben diesen sofort Weißeffekt gemacht. War ja blau. In so einem gewissen Rahmen über Weiß gelegt, eben noch weißer aussieht. Das war so der Hintergrund, denke ich. Und deswegen würde ich mir das auch nochmal kaufen. Das war jetzt nicht so der extrem krasse Effekt. Aber sie hat auch schön geschäumt. Sie hat mir ein schönes Gefühl gegeben. Kann ich auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt gerade halt noch so viele andere Zahnpasten, die ich erstmal aufbrauchen muss. Deswegen kaufe ich sie erstmal nicht. Genau, der Klassiker Lenore Weichspüler Aprilfrisch, der jetzt mittlerweile auf Pflanzenbasis hergestellt wird, den finde ich mit den allerbesten überhaupt.
von Weichspülern. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich selten welchen benutzt. Ich glaube, weil ich mit dem Sunil eben auch schon so happy war, ne? Deswegen war ich mit dem Weißer Riese immer, auf jeden Fall brauchte ich da immer Weichspüler, weil das hat halt nach gar nichts gerochen, wenn es rauskam. Aber wenigstens hat es auch nicht gestunken, ne? Aber den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das riecht immer super, super lange. So, hier ist noch eine L'Oreal Elvital Öl Magique Jojoba Kur, genau. Das ist für dickes, trockenes Haar. Ja, auch wie gesagt, ich suche einfach einen Nachfolger für meine Wunderbutter. Das ist bei der so ein bisschen wie bei mit der anderen, die ich euch vorhin gezeigt hatte, von Pantene Provi, genau. Die ist wirklich schön. Die war richtig schön in der Pflegewirkung. Ich kam gut durch die Haare durch. Der Duft war nicht so extrem wie bei den anderen Öl Magique Produkten. Also die Jojoba-Sachen sind dann schon noch ein bisschen sanfter im Duft. War trotzdem leicht orientalisch, leicht weihnachtlich schwer, würde ich sagen. Trotzdem eine tolle Kur. Würde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal wiederholen. Kann man auf jeden Fall machen. Genau, dickes, trockenes Haar. Also es riecht auf jeden Fall sehr gut. So, wo wir gerade bei L'Oreal sind. Ich habe hier noch zwei Produkte von L'Oreal leer gemacht. Das hier hatte ich eben schon einmal angepriesen. Das ist das Elvital Tonerde Absolu kräftigendes, nee, klärendes Pflegeshampoo. Das ist gegen fettigen Ansatz, trockene Spitzen, bis zu 72 Stunden frischer, luftig, reiner Ansatz. Genau, das ist eigentlich mega gut. Meine Schwester hat das auch schon erzählt. Wenn sie das zu lange benutzt, dann ist das einfach zu trocken für ihre Kopfhaut. Und das war bei mir jetzt diesmal halt auch so. So für ein paar Mal zwischendurch, so zum Reinigen, ist das richtig, richtig schön. Oder vielleicht auch im Wechsel mit irgendwelchen Shampoos. Richtig, richtig schön. Ich liebe ja allgemein die Elvital Shampoos, ganz besonders auch. Das ist jetzt noch die alte Version, ne? Hier, nee, gar nicht. Doch, ist es. Das Power Booster Shampoo und die Spülung. Große, große Liebe, rede ich ja ständig drüber. Ne? Das ist so, oh Gott, ich muss mir das unbedingt wieder kaufen. Das ist ja jetzt überarbeitet. Das Shampoo ist auf jeden Fall auch immer noch sehr gut, finde ich. Das ist so eine bräunliche Verpackung jetzt. Aber hier schon die neue Spülung habe ich noch nicht probiert. Aber das wird garantiert auch gut sein. Genau, also das hier kaufe ich mir erstmal nicht nach. Aber ich werde es mir mal wieder irgendwann zwischendurch kaufen, wenn ich weiß, dass ich es nicht ganz so lange benutzen muss. Und dann auch nicht die 400 Milliliter Flasche, sondern eine kleinere auf jeden Fall. Genau. Aber das ist trotzdem ein ganz tolles Shampoo. Ganz besonders, wenn ihr zum fettenden Ansatz neigt, denke ich. Und wenn ihr dann da auch irgendwie so ein bisschen Probleme mit trockener Kopfhaut habt, das aber trotzdem gerne weiternehmen wollt, dann würde ich sagen, dann benutzt es im Wechsel irgendwie. Genau, die Shampoo, die Spülung möchte ich aber davon nicht benutzen, die mag ich nicht so gerne. Genau, und hier, wie gesagt, der Power Booster, der, ja, Mann, also ich habe es heute mit den Artikeln extrem. Das ist jetzt die Spülung, habt ihr eben bestimmt schon wahrgenommen, die alte. Die hat mir super gut gefallen. Meiner Meinung nach hätten sie das gar nicht verändern müssen. Ich glaube, die haben jetzt aber einen Zusatz wieder mit reingenommen, sodass eben, ja, ihr noch mehr Inhalt, noch mehr Pflege, noch mehr Effekt sehen müsstet quasi. Das gibt es ja auch schon eine Weile, hat dafür nicht mal, sag mal, Eva Longoria irgendwann mal für Werbung gemacht. Ich erinnere mich, meine ich, an ihr Gesicht bei Rossmann, an den Kassen. Ja, auf jeden Fall ist das total schön. Die Spülung, vielleicht ist die neue ja genauso. Die war auf jeden Fall ganz toll hier, die alte Version. Und falls die andere schlecht ist, hoffe ich, dass sie wieder zu der alten zurückkehren. Ist einfach so schön. Genau, Shampoo, wie gesagt, auch ganz toll. Ist natürlich silikonhaltig, liebe ich, wisst ihr. Und genau, dann haben wir L'Oreal auch schon fertig. Das habe ich hier, das habe ich eigentlich noch nicht aufgebraucht. Ich zeige es euch jetzt trotzdem, weil ihr vielleicht neugierig seid. Das ist von Fresh. Das hatte ich aus Trashy rausgenommen. Das ist eine Floral Recovery Calming Mask. Genau, die habe ich im Moment an der Badewanne stehen. Das ist einfach auch so ein Tiegel in so einem lila Ton. So wunderschön. Sieht übrigens auch neben dem Estrid-Rasierer, weil er die gleiche Farbe hat, so hübsch aus. Genau, das benutze ich einfach in der Badewanne. Das ist eine richtig krasse Crememaske. Ich glaube, man kann sie sogar als normale Creme benutzen, weiß ich aber gerade nicht, benutze ich auch nicht so, aber das ist eine schöne Wohltat in der Badewanne auf jeden Fall und feuchtigkeitsspendend. Mehr kann ich darüber noch nicht sagen, weil so oft habe ich sie jetzt auch noch nicht benutzt. So, jetzt habe ich hier mal ein paar, genau, das sind die von Bettina, genau, die Koffein Power Augengel Pads von Schebens. Die haben mir immer super gut gefallen, ich mag die Form von Schebens auch total gern. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier... Die hat dann irgendwie mal so länglicher gemacht. Ich glaube, hier sind es noch die normalen, aber auch super gut. Gerade die Koffein-Power-Dinger, die fand ich mega, mega gut. Ja, keine Ahnung. Ich benutze die einfach immer mal ganz gerne. Es gibt ja jetzt tatsächlich vermehrt auch solche wiederverwendbaren Augenpads. Ich habe bis jetzt nur welche von My Little Box mal irgendwann. Die sind aber ziemlich steif. Ich glaube, Catrice hat noch welche und Maxim hat jetzt, glaube ich, auch welche rausgebracht. Die gucke ich mir vielleicht mal an. Vielleicht sind die ja ein bisschen...
elastischer, sodass man die auch gerne nochmal benutzt. Also die von My Little Boxer, wie gesagt, die mag ich jetzt nicht so gerne. Und die sind aber auf jeden Fall schön. Ich habe aber auf jeden Fall auch noch, also ihr werdet noch ein paar Augengel-Pads bei mir sehen, weil ich habe Massen. Ich habe mir Massen selber gekauft. Ich habe Massen von Firmen. Ich habe Massen von euch, ihr Süßen. Und deswegen werdet ihr das eh noch ein paar Mal sehen, weil wegschmeißen ist ja dann auch keine Option, wenn sie schon mal da sind. Ne? Hier sind Tuchmaske, Sweet Kurkuma, genau. Die war schön, hier habe ich sogar was draufgeschrieben. Toller Duft. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Hier, Kurkuma, den Duft mag ich eigentlich gar nicht, aber die riecht nicht so doll. Man riecht es minimal, wenn man weiß, dass es drin sein soll. Und wenn man es jetzt nicht wüsste, dann würde man es nicht gleich erkennen. Ich zumindest nicht. Genau. Viel Serum, tolle Passform und auch die war von Blue Anime Cat. Vielen Dank, meine Süße. Vielen lieben Dank. Die hier ist von Katrins Welt. Genau, tolle Passform habe ich aufgeschrieben. Kollagen Face Mask. So süß mit dem kleinen Schweinchen da drauf. Oh, so süß. Und scheinbar ist die ein bisschen elastisch. Okay. Look. Ach, das ist eine koreanische Maske. Wie schön, die ist bestimmt. Hier, Katrin, die kauft doch so gerne bei Stylevana ein. Das ist die doch bestimmt von da, oder meine Süße? Tolle Passform, super schöner, dezenter Duft und unfassbar viel Serum. Na, seht ihr, das ist doch richtig, richtig schön. Also die könnte man theoretisch nachkaufen. Finde ich auf jeden Fall schön. Ich hoffe, die ist nicht so teuer. Danke, liebe Katrin, das war süß von dir. Und hier, das war auch eine von Heike. Die hat mir auch ein Zuschauerpaket gemacht. Das war Schaumbad für dich. Genau, das war da nochmal so irgendwie drin. Und Aloe Vera und Lindenblüten. Ja, das hat auf jeden Fall richtig gut geduftet und hat das Schaum gemacht. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Habe es leider auch nicht raufgeschrieben. Das hatte ich recht schnell nach dem Livestream nämlich benutzt. Auf jeden Fall war das sehr schön, da drin zu baden. Ich kann mich an nichts Negatives erinnern. Also ganz lieben, herzlichen Dank, du süße Heike, du. Und ja, Naturkosmetik. Vielen Dank. Genau, hier ist von Domol jetzt der WC-Duftstein. Der war nicht in einem Zuschauerpaket. Ich glaube, das muss man auch nicht überschicken. Genau, das ist so ein ganz einfaches, recht günstiges Teil zum Einhängen. Das ist momentan so ziemlich das Einzige, was in meiner Toilette funktioniert. Wir haben so ein spürrandloses Ding und da kann man nicht alles reinhängen, leider. Und genau, jedenfalls ist das ein Blauspüler. Der funktioniert dann doch ganz gut. Da kann man auch nachfüllen. Da gibt es so kleine Stäbchen quasi von Rossmann, die man dann eben auch da reinpacken kann wieder. Das möchte man auch nur bis zu einem gewissen Grad machen. Und auch das mache ich zum Beispiel nur mit den Handschuhen, weil, oh Gott, das musst du diesen Korb musst du quasi öffnen, wo die Dinger reinkommen. Den musst du hinterher auch wieder zumachen. Und du sagst dich grundsätzlich ein. Das ist dann auch wieder echt eklig. Wenn sie das Ding offen produzieren würden, sodass man das wirklich nur reinlegen muss, dann wäre ich auch sofort dabei. Es ist nicht teuer. Ich werde es auf jeden Fall immer mal wieder kaufen, weil es halt auch, wie gesagt, es halten gar nicht so viele da in der Toilette. So, dann habe ich hier nochmal, habt ihr schon gesehen? Nee, noch nicht. Konntet ihr nicht sehen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall nochmal das Vollwaschmittel von Weißer Riese. Das habe ich vorhin ja schon erzählt. Macht einen relativ guten Job. Überdurchschnittlich gut, würde ich sagen, aber es kommt nicht an mein Sunil ran. Vom Duft her, von der Frische her schon nicht. Es entfernt Flecken, es stinkt nicht, aber es riecht halt auch nicht so arg frisch danach. Genau, oh hier, das muss ich mir unbedingt nachkaufen. Ich habe es gerade nicht mehr da, das Denk mit Wollwaschmittel. Cozy and Care, ich habe gesehen, online hat das gar nicht so gute Bewertungen, das verstehe ich gar nicht, weil das hat seinen Job bei mir super gut gemacht. Vielleicht hatten sie es seitdem auch wieder verändert. Das ist so toll, wirklich. Es ist so toll, weil das so mega gut riecht und die Sachen, ich habe damit meine Winterjacken gewaschen und dann in den Schrank gehängt, das riecht immer noch. Ich habe das gleiche, also das günstige Wollwaschmittel von Rossmann gekauft, das ist nicht, das kommt da nicht ran, ne? Das kommt da nicht rein. Das hier ist so toll. So einen krassen Unterschied habe ich von DM und Rossmann noch nicht feststellen können bisher, aber das ist echt, also das gefällt mir so gut, werde ich mir demnächst mal wieder kaufen. Also es ist so mega schön, echt. So, dann habe ich hier so ein paar Lappen. Die werde ich natürlich nochmal für andere Sachen, wahrscheinlich so als Putzlappen jetzt oder für Sachen, wo man die Lappen dann wegschmeißen kann, benutzen. Aber genau, die waren nämlich eigentlich mal hier von Zollner. Zollner Objekt Textilien hatte ich mal so ein 20er-Pack oder 10er-Pack von Amazon bestellt oder bei Amazon bestellt. Und die hatte ich jetzt einige Jahre, bestimmt 4-5 Jahre. Und die sind jetzt einfach kratzig. Das sind Mikrofaser-Gesichtsreinigungstücher. Ich habe im Moment die Pads von Essence oder diese Towel von Action. Genau. Und die hier waren jetzt einfach, die tun weh im Gesicht. Deswegen möchte ich die dann nicht mehr benutzen. Und deswegen werden die jetzt in die Küche wandern für Sachen, wo man, keine schönen Sachen mit wegmachen möchte. So, das war hier von Ajax, der mediterrane Shine and Fresh Allzweckreiniger. Den habe ich bei Action gekauft. Ich glaube, den gibt es auch nur da. Also der riecht auch super, super, super gut. Ich mag allgemein super gern die Ajax Allzweckreiniger, weil die immer so schöne Düfte haben und auch so intensiv riechen. Und ja, wie gesagt, den hier kriege ich eigentlich nur, hier Lagoon Flowers, kriege ich nur bei Action
Und den liebe ich. Der ist echt richtig, richtig toll. Das ist nicht mein Liebster. Ich benutze die halt ganz gerne in Abwechslung letztendlich. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen, ich habe noch keinen neuen wieder gekauft, weil ich noch relativ viele Reiniger von, keine Ahnung, vom Umzug und davor teilweise noch habe. Die will ich erstmal aufbrauchen. Und dann hole ich mir wieder Ajax. Aber die sind toll, kann ich euch nur empfehlen. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Dann habe ich hier von Domol einen WC-Reiniger, Urinstein- und Kalklöser. Genau, der war ganz gut. Den hatte meine Mutter mir empfohlen. Ich fand den auch wirklich gut. Also er war etwas stärker als meine normalen Toilettenreiniger, die ich sonst habe, wo auch namhafte bei sind tatsächlich. Die sollen wahrscheinlich auch nur so ein bisschen überreinigen, ne? Der hier ist ein bisschen kräftiger, dadurch, dass er Urinstein und Kalk lösen soll. Auf jeden Fall gut. Er kommt, wenn ihr jetzt richtig hartnäckigen Dreck habt, dann habe ich auch einen Urinsteinentferner von 00. Also rede ich von, seit Jahren rede ich von dem. Ich habe den mir letztens erst wieder bei Rewe. Ich kriege den nämlich nur bei Rewe. Habe ich den nachbestellt, 2 Flaschen. Also wenn das so richtig dreckig ist, weil ihr keine Zeit hattet, das sauber zu machen. Oder auf einmal ist es auf einmal mega dreckig, finde ich. Und dann kommt manchmal der normale... Ja, Kloreiniger nicht gegen an. Dann war der auf jeden Fall gut, aber nicht ganz so gut, wenn ihr jetzt, wie gesagt, krassen Dreck da drin habt. Dann nehmt lieber den von 00, der macht das über Nacht einwirken. Und dann ist es weg. Unglaublich, richtig, richtig toll. Ja, dann habe ich hier noch von Vanille einen Aromatherapie zauberhafte Malediven-Weichspüler. Ich glaube, ist der auch schon hier vegan quasi, weiß ich gar nicht, sehe ich jetzt nicht so schnell. Auf jeden Fall war der an sich okay. Er hat aus der Flasche sehr gut gerochen, auf der Wäsche habe ich es gar nicht mehr wahrgenommen, obwohl ich schon übermäßig viel genommen habe. Ja, kommen wir erstmal nicht mehr ins Haus, fand ich jetzt echt nicht so nice. Genau. Sag wahrscheinlich ständig das gleiche Zeug. Hier sind noch ein paar Sachen drin, es lohnt sich. Das hatten wir aber schon, hier Ansatzfarbe. Dann das, da bin ich jetzt echt froh. Ich habe den letzten Rest auch weggekippt. Das war früher mal ein richtig, richtig tolles Zeug. Das gab es quasi schon seit der Jugend meiner Mutter. Das Garnier Ultra Beauty Föhn Lotion Spray. Das habe ich immer reingemacht, wenn ich mir Locken habe machen wollen. Und da verklebt das Haar nicht so sehr. Das ist dann immer noch sehr geschmeidig, sehr elastisch und schön einfach tatsächlich. Und trotzdem habt ihr so ein bisschen Unterstützung im Halt der Locken. Ihr wisst ungefähr, glaube ich, was ich meine. Genau, das hatte ich jetzt aber lange nicht benutzt, weil ich lange keine Locken getragen hatte. Und deswegen war da eh, also das stand eh schon eine Weile. Und es war aber auch nicht mehr viel drin. Und ich mochte es jetzt nicht mehr riechen. Es roch langsam ein bisschen oll. Deswegen habe ich es jetzt ausgekippt. Das war aber nur noch, weiß nicht, ein Fingerbreit oder so. Gibt es leider nicht mehr. Schade, hätte ich nochmal gekauft tatsächlich. Ja, naja, und dann habe ich hier Balea Hydrogel Augenpads aufgebraucht. Habe ich nicht aufgeschrieben, wie die waren. Deswegen gehe ich davon aus, dass die gut bis sehr gut waren. Ich glaube, die gibt es auch noch gar nicht so lange. Aber die, also ich hatte noch nie richtig schlechte Augenpads von Balea. Ich erinnere mich zumindest nicht. Vielleicht hatte ich sie auch doch und ich habe es nur vergessen oder verdrängt. Genau, hier sind auch nochmal welche von... Habe ich mir entweder selber gekauft oder ich habe es... Ach, von Kim. Von Kim. Genau, was ist? Rutschen nicht, habe ich geschrieben. Tolle Form und ausreichend Flüssigkeit. Also kann man ja noch nicht meckern. Die Schäben Golden Glow. Sehr, sehr, sehr schön. Die habe ich aussortiert. Unter anderem, weil sie auch schon abgelaufen sind. Die gab es mal bei Action. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Aber die Verpackung hat sich auf jeden Fall geändert. Ich habe die jetzt aber eine Weile nicht benutzt, weil ich konnte die super gut ab. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob die einfach nur zufällig zu der gleichen Zeit die Formulierung geändert haben. Als ich meine Pille, hatte ich vorhin schon das Thema, als ich meine Pille nicht genommen habe, konnte ich die super gut ab. Ich habe die gefeiert, ich habe die geliebt. Die sind eher so fließige Augenpads. Und dann sind die halt so in, ne, Cucumber, Gurke und so weiter. Was es hier nicht alles drin gibt. Egal, auf jeden Fall brennen die mir, seit ich die Pille nehme. Wie gesagt, das kann auch sein, dass sie dann irgendwie die Formulierung geändert haben, dass gar nicht da ein Hormon liegt quasi. Aber ja, ich habe es jetzt letztens nochmal versucht und sie brennen mir leider immer noch und sind leider noch ein paar drin, aber ich möchte das auch so tatsächlich nicht irgendwem weitergeben, weil wenn sie das jetzt einfach verändert haben, weil mir das viele geschrieben haben, dass das brennt bei denen, das möchte ich dann nicht weitergeben, weil dann verletze ich mich ja irgendwie, das finde ich nicht schön. Ja, und dann habe ich hier die Balea Q10 Antifalten Augenpads, habe ich mal wieder aufgebraucht, ich muss mir unbedingt mal neue kaufen. Die sind halt so ein bisschen trockener, so fließig und obendrauf die Oberfläche ist dann halt trocken und unten spendet das, gibt das so ein bisschen wie was ab. Und irgendwie ist das sehr reichhaltig. Und ich finde das ziemlich schön. Sie könnten ein bisschen feuchter sein. Ich finde das manchmal ein bisschen befremdlich, aber es ist echt schön. Und hier steht auch was. So, ihr Lieben, habe ich euch gerade tatsächlich so lange vollgequatscht, dass der Akku erschöpft war. Genau, muss ich jetzt tatsächlich weitermachen. Wir haben gar nicht mehr ganz so viel, aber ein bisschen schon noch. Ja, wir waren hier bei den Q10 Balea Augenpads stehen geblieben. Und ja, also ich finde sie gut. Ich werde sie auch wieder nachkaufen, aber irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit spenden, da könnten die doch sein. Also so ein bisschen, wenn ich die auflege, habe ich das Gefühl, die sind nicht... Die arbeiten nicht. Wenn ich sie abmache, sehe ich, dass sie gearbeitet haben. Also ich mag sie, aber
weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen mehr wie die Gel-Dinge, aber das geht wahrscheinlich nicht. Egal. Ich werde sie weiterkaufen. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal von Katrins Welt nochmal. Von Birotin, den Lippenbooster. Das war so eine Ampulle und da war so ein bisschen Feuchtigkeitszeugs drin. Das war auch ganz gut. Ich habe jetzt nicht so einen krassen Effekt gemerkt. So ein Langzeit, ich habe das, 1 Milliliter war da drin. Bei den Lippen hält das ewig, tatsächlich. Das ist dann auch ausgetrocknet, weil ich kam da nicht gegen an. Aber solange ich es benutzt habe, es war ganz schön. So ein kleiner Booster zwischendurch. Ich würde es mir jetzt aber nicht nochmal kaufen. Aber ich war da eh schon länger interessiert dran. Ich weiß nicht, habe ich mir das Ding sogar selber irgendwann mal gekauft, dann aber verlost. Oder ich wollte es mir kaufen, das kann auch sein. Auf jeden Fall, danke Katrin, es hat Spaß gemacht, das zu testen. So, ich mache jetzt hier noch mal kurz was anderes. Und zwar hier, die werde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich würde am liebsten gerade sogar, aber ich muss noch ein bisschen warten, weil einfach, ich habe gerade so viele Lotions auf. Das ist von Penaten, die Intensivpflegemilch, die riecht so gut. Ich erzähle euch jedes Mal, dass ich das früher in der Babyzeit an mir und an mein Baby benutzt habe und das ist ja jetzt schon eine Weile her und ich benutze das einfach immer wieder, gerne für mich. Ich rieche gerne daran, es riecht nämlich noch genauso wie früher und ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und die ist so schön pflegend im Sinne von, sie legt sich leicht auf die Haut, aber sie ist nicht wirklich merklich da. Man merkt sie erst wieder, wenn die Haut nochmal nass wird und ja, vorher pflegt sie da aber einfach vor sich hin, aber man merkt sie nicht. Das finde ich halt sowohl für Kinder, sowohl für Erwachsene, die das nicht gerne mögen, im Sommer auch ganz toll, weil man eingecremt ist und aber nicht so schmierig und schwitzig ist, weil man schwitzt ja eh gleich wieder quasi. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich hier von Perlweiß, das Raucherzahnweiß 2-in-1 Mundspülung. Puh. Übrigens, ich habe ja letztens im Livestream gesagt, dass ich rauche. Jetzt hatte ich letztes Kreislaufproblem und dann ist mir das Rauchen vergangen. Ich habe nicht aus Überzeugung aufgehört, aber ich habe jetzt ständig Schiss, dass mir schlecht wird. Deswegen rauche ich gerade nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht. Es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugt, das Zeug. Ich weiß nicht. Es hat gemacht, was es sollte. Also ich hatte einen frischen Atem. Ich habe halt wirklich danach immer direkt einmal gespült, damit ich nicht ganz so durchstinke. Und ja, dafür war es auf jeden Fall gut. Ich würde es jetzt aber nicht wieder kaufen, weil es einen Zahnweißeffekt hatte. Vielleicht kann ich das auch einfach nur nicht sehen. Vielleicht reicht auch eine Pulle dafür einfach nicht aus. Ich habe jetzt gerade von Listerine so ein Weißmach-Zeugs. Da habe ich das Gefühl, dass das besser funktioniert irgendwie. Da habe ich auch so insgesamt beim Benutzen besseres Gefühl. Tatsächlich benutze ich das jetzt gerade viel seltener, weil ich mich rauche. Aber ja, mal gucken, wo das hinführt, ob ich wieder anfange oder nicht. Tut mir leid, ich weiß, es ist auch immer so ein bisschen, ja, eine Schande mit dem Rauchen und so. Und vor allem habe ich früher immer das Argument benutzt, ich kaufe mir lieber eine Palette statt einer Packung Zigaretten. Das kann ich im Moment ja nicht mehr machen. Beziehungsweise im Moment vielleicht langsam wieder, aber na, mal gucken, wo das hinführt. Keine Ahnung. Rauchen ist ja auch, es ist halt ungesund, aber es macht halt auch, ich weiß auch nicht. Es ist halt auch irgendwie Stressabbau. Manche rauchen halt gerne. Nun gut, jedenfalls habe ich hier von, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, das ist für UV-Lack, benutze ich ja. Das ist ein Lack, den man dann darauf machen kann und dann bricht der wie auf und ihr könnt den runternehmen. Manchmal, also es geht nicht immer in einem Stück bei mir. Ihr müsst übrigens auch hier trotzdem die Oberfläche anfeilen, falls ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, damit das überhaupt eindringen kann, weil sonst ist das zu versiegelt und das verbiegt euch auch ein ganz kleines bisschen temporär die Nägel. Das geht dann aber wieder zurück, es sei denn, sie sind so dünn wie meine zu manchen Zeiten. Die sind aber auch gerade schon wieder besser geworden zum Glück. Da haben die sich dann so doll gebogen, dass sie eingerissen sind an der Seite. Also die waren aber auch hauchdünn, wirklich hauchdünn. Das ist nicht normal. Auf jeden Fall finde ich das Zeug trotzdem extrem gut. Ich muss es mir unbedingt nachbestellen hier. Das ist, ich hoffe, es steht scharf. Wahrscheinlich nicht, ne, ihr Süßen. Ich weiß es nicht. Bin ich überhaupt scharf? So ist überhaupt das hier so komisch. Keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Das kosten, glaube ich, 2 Packungen 15 Euro. Das macht es mir auf jeden Fall immer sehr viel leichter, wenn ich komplett alles runterholen möchte und nicht nur anfeilen möchte, um dann da eine Farbe aufzutragen. Und ja, aber man muss echt ein bisschen aufpassen. Das tut tatsächlich auch richtig weh. Ich habe das letztens einmal benutzt, ne? Da hatte ich eine kurze Hose an und saß dann quasi so, seht ihr das? Genau so, und habe dann hier so ein bisschen drauf rumgefeilt und dann ist ein bisschen was von dem Zeug auf meine Haut gekommen. Das fühlt sich an, als würde es euch beißen. Total fieses Zeug. Also seid damit vorsichtig, aber wenn ihr Probleme habt, euren UV-Lack so runterzufallen oder mit dem Aceton nicht so weit kommt und es einfach immer zu lange dauert, dann ist das wirklich ein toller Tipp gewesen von einer Zuschauerin. Vielen lieben Dank. So, das ist mein Extensions Remover. Ich hoffe, ich denke dran, den euch zu verlinken. Das ist eigentlich nur, hier steht nur Alkohol, also Ethanol und Parfüm drauf. Aber trotzdem ist da irgendwie was drin.
Das ist unglaublich, dass, also ich hatte ja schon öfter solche Remover da, um diese Klebestellen zu lösen. Da war dann auch nur Alkohol drin. Aber irgendwas ist hier drin, das macht es doch krasser. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es sind ja nur zwei Komponenten, deswegen. Aber es funktioniert unheimlich gut und super schnell und sehr zuverlässig. Mir finde ich mega gut. Ich verlinke es euch mal, falls ihr Interesse habt. Aber wahrscheinlich, ich glaube, so viele tragen auch gar keine Extensions, obwohl es immer mehr werden, glaube ich. So, hier. Das ist noch das, was über ist. Dann haben wir es geschafft. Das ist jetzt hier die Night Recovery Eye Creme. Oder, nee, das ist Creme. Das ist von Catrice. Halt der Eyebalm, genau. Das war mit Avocadoöl, Hyaluronic Acid und Zika. War eigentlich ganz gut. Genau. Also es war schön pflegend, schön reichhaltig. Ich habe es dann auch auf dem ganzen Gesicht aufgebraucht, weil ich langsam wollte, dass es leer wird, damit es mir nicht kippt. Und ich hatte recht viele Augencremes offen, müsst ihr dazu wissen. Genau, also ja, ich weiß auch nicht. Es war ganz gut. Ich habe jetzt Sachen, die ich gerade interessanter finde. Deswegen kaufe ich es jetzt nicht nochmal nach. Aber es war schon nicht schlecht. Doch, doch, war schon ganz gut. Will auch nicht immer auf Catrice rumhacken. Das mache ich oft genug. So, und dann habe ich hier von Neutrogena. Mega, mega toll. Ich hatte jetzt letztens eine Zeit, da habe ich mich nicht so viel geschminkt. Da habe ich mir aber dann immer wenigstens eben das Gesicht eingecremt und dann nur Augenbrauen und Wimpern oder auch gar nicht. Und da hatte ich hier, die war fast voll, die Neutrogena Hydro Boost, das Aquagel, genau, ganz wichtig, das Aquagel. Es gibt ja ganz viele verschiedene aus der Serie. Ich mag aber am allerliebsten das Aquagel. Das ist nicht sehr krass feuchtigkeitsspendend. Ich musste auch manchmal 3-4 Schichten übereinander auftragen, weil es da noch ein bisschen kühler draußen war. Und dann war eine Schicht einfach zu wenig. Jetzt im Sommer denke ich, eine Schicht könnte auch reichen, aber bloß den Sonnenschutz nicht vergessen. Hier ist nämlich kein Sonnenschutz drin. Aber das macht so, da ist natürlich auch Silikon drin und sowas, aber das... Das spendet Feuchtigkeit, das sieht so frisch aus. Eure Haut ist wie versiegelt und das sieht so schön aus. Ich habe das so gerne getragen. Meine Mutter hat mir sogar Komplimente gemacht. Mensch, deine Haut sah lange nicht so gut aus, weil jetzt auch heute, ich hab ja jetzt Produkte drauf und das trocknet halt immer so ein bisschen aus. Und als ich nur das getragen habe, lag natürlich auch daran, dass ich keine Produkte auf der Haut hatte, aber das hat die Haut so recovered. Fand ich mega. Also kann ich euch nur empfehlen. Habe ich mir auch schon nachgekauft. War letztens im Angebot. Und ja, ich habe ja wie gesagt, also ich habe gerade so unfassbar viel Gesichtspflege offen. Da muss ich erstmal gegen ankommen und auch meine Haut dann eben nicht, die will ich ja nicht so krass irritieren. Deswegen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber ich musste sie neu kaufen. Ich wollte sie haben. Genau. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Masken. Die zeige ich euch nochmal schnell. Und zwar... Balea bedruckte Tuchmaske Be Wonderful. Ich glaube, die gibt es sogar noch mit einem Schmetterling drauf hier. Habe ich da was drauf geschrieben? Ja. Wunderschöner Blumendruck habe ich geschrieben. Gute Passform. Kleine Öffnungen für Augen. Das finde ich gut, weil man dann keine Augenpatches extra auftragen muss. Bei manchen Masken sind die Augenausschnitte so riesig, dass das einfach irgendwie da, also gerade da brauchen wir es ja eigentlich. Ne? Nun gut, auf jeden Fall ist das hier nicht notwendig, weil es klein genug ist und nach 10 Minuten, ach ja genau, die war nach 10 Minuten schon trocken. Hier steht nämlich drauf, dass man die 10 bis 20 Minuten einwirken lassen kann. Ich musste sie dann aber runternehmen, weil sie total trocken war. Also entweder hatte meine Haut es ordentlich nötig an dem Tag oder das hält halt nicht so lange. Das kann aber sein, finde ich aber trotzdem okay. Ich glaube, die kostet aber auch 2 Euro. Für 99 Cent würde ich jetzt mich nicht beschweren, wenn sie nach 10 Minuten trocken ist. Bei 2 Euro muss ich nicht nochmal haben. War aber ganz gut. So, und hier, die ist die eigentlich noch haltbar. Ist hier ein MHD drauf. Ich sehe gerade keins. Hatte ich von Kim geschenkt gekriegt. Und ich habe auch noch unzählige da. Ich möchte die auch nicht wegschmeißen. Die hat super wunderbar funktioniert. Die Balea Tuchmaske Kaktus. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Deswegen rede ich nicht zu lange drüber. Aber die ist einfach grandios. So extrem Feuchtigkeit spenden. Ganz toller Duft. So schön frisch und so schön. Ach, warum bringt ihr die nicht wieder? Die ist so toll. Die gab es auch als Crememaske. Habe ich auch total gefeiert. Die Crememasken waren aber letztens abgelaufen. Die habe ich dann nicht mehr benutzt. Aber das waren glaube ich, nur 1 oder 2. Auf jeden Fall Tuchmaske Kaktus. Mega. Liebe ich, liebe ich. Dann habe ich hier, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Das waren die Hyaluron Cyro Cryo Jelly Antimüdigkeit Gel Augentuchmasken. Ja, die haben mir super gut gefahren. Die waren relativ teuer, meine ich, mit auch 2 Euro für einmal Augenpads. Müde aussehende Augenpartie und das hat halt diesen Kühleffekt. Ich hatte erst Angst, weil das das ist mit Menthol halt und das finde ich immer ein bisschen komisch. An den Augen dachte ich auch so, oh mein Gott, das wird nichts. So, genau, was habe ich denn hier? Also ich war von denen, genau, das sehe ich gerade, sorry. Sorry, Junge, jetzt kann ich mehr reden. Super viel Serum, habe ich geschrieben. Konnte man lange tragen und top. Also ich war von denen super positiv überrascht. Und naja, das ist ja gut 2 Euro, ne? Aber die waren echt gut. Viel besser als gedacht. Ich hatte echt Angst vor, ich wollte die erst weiterschicken, weil ich das mit dem Menthol nicht gesehen hatte, mit diesem Kühleffekt. Und
kann ich euch nur empfehlen. Also echt schön. Aber 2 Euro muss man halt auch ausgeben wollen, ne? Hier ist noch ein Schaumbad für dich. Naturkosmetik. Achso, das war das hier mit dem von Heike. Das Ding hier. Tauch ab. Ein sanftes Bad mit Aloe Vera und Lindenblüten. Riecht gut. Ich habe vorhin ja schon was dazu gesagt, aber cool, dass ich das auch aufgehoben habe. Wie schön. Ja, das hat mir gefallen, liebe Heike. Dann habe ich hier nochmal die Hanf-Chill-Out-Augenpads von Chebens. Die habe ich auch aufgebraucht. Genau, ich versuche im Moment so ein bisschen, weil ich halt gesehen habe, dass ein paar von meinen Masken jetzt langsam ablaufen, weil ich schon so lange aufhebe, weil die auch aus den ersten Zuschauerpaketen mit waren und so. Und die sollen ja nicht schlecht werden, ne? Auf jeden Fall habe ich deswegen jetzt hier ein bisschen zugesehen, dass ich ein bisschen was wegkriege, ne? Das ist jetzt hier, wie gesagt, die Chill-Out-Dinger mit, was ist denn das überhaupt hier? Das muss doch irgendwas mit den Dings hier, Mann. Wie heißt denn das? Ich komme nicht drauf mit diesem Hanf-Scheiß, Mensch. Ihr wisst doch ungefähr bestimmt. Ich hoffe, ihr wisst was. Ich meine auf jeden Fall geschrieben rutschen, wenig. Wenig Flüssigkeit, kann aber auch sein. Ich finde, also ich habe in letzter Zeit das öfter gehabt, dass Augenpads voll schnell ausgetrocknet sind. Meistens die günstigen, aber wird wahrscheinlich auch in der Lagerung liegen, denke ich, weil manche waren ausgetrocknet und manche nicht. Auf jeden Fall, wegen MHD? Warum habe ich das doch aufgeschrieben, Junge? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall von Kim. Kim, die haben mir gut gefallen. Ich habe sie gemocht. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr dazu sagen kann. So, habe ich hier noch was oder haben wir es jetzt? Wir haben es tatsächlich, Jungs und Mädels. Wie lange haben wir jetzt? Knapp unter einer Stunde. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat es mir wieder Spaß gemacht. Ich bin jetzt froh, dass ich meinen Korb wieder leer drüben hinstellen kann und wieder anfangen kann zu sammeln. Und vielleicht ist meine Mama ja auch bald mal wieder bei einem aufgebaut Video dabei. Das war jetzt schon eine Weile nicht. Genau. Also vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.